Okay, dann heiße ich euch herzlich willkommen zu dem Vortrag oder wir sagen auch, vielleicht ist es eher eine Art Krisensitzung. Was machen wir jetzt? Klimakatastrophe, was tun wir? Was ist der Plan von der letzten Generation? Was meinen die mit dem zivilen Widerstand? Warum setzen die sich auf die Straßen? Und so weiter und so fort. Und ich bin Henning Jeschke und ich würde ein bisschen jetzt über die nächsten 50 bis 60 Minuten versuchen, Einblicke in diese Fragen zu geben. Und das nicht, weil ich denke, ihr wisst irgendwie noch nicht Klimakatastrophe, sondern das ist uns, glaube ich, viel schon klar. Aber im Alltag können wir das und machen das deswegen auch oft verdrängen. Und versuchen es deswegen hier einmal heute Abend nochmal reinzuholen. Das wird der erste Teil sein. Wie ist die Dramatik eigentlich? Wie sind die bisherigen Reaktionen auf diese dramatische Erdüberhitzung? Und ja, auch so ein bisschen, was sind die Folgen davon, um das nochmal genauer abschätzen zu können. Das ist alles auf wissenschaftlichen Quellen basiert. Wer da Interesse hat, kann dann hinterher nochmal auf mich zukommen. Ich werde das ein bisschen quasi so halten, dass wir nicht jede Studie auswendig können, sondern eher ein Gefühl dafür bekommen, wie müssen wir die Gefahr einschätzen, wie, genau, in welcher Realität leben wir gerade. Und dann soll es im zweiten Teil darum gehen, was ist da die Überlegung von der letzten Generation und wie, ist das vielleicht auch geschichtlich als Überlegung, als ziviler Widerstand, wie soll das funktionieren? Und ich freue mich total, dass du gekommen bist, dass so viele noch gekommen sind. Und vielleicht stelle ich mich erstmal persönlich vor. Ich bin 23 Jahre und komme hier aus Greifswald auch. Also bin hier geboren, aufgewachsen und habe, ich glaube, das Problembewusstsein quasi schon gehabt von, wir haben da so eine Klimakatastrophe, durfte dann aber auch so einen Vortrag hören, gar nicht unähnlich dem jetzt hier, wo dann 2019, auch als viel los war, Fridays for Future Demonstration, wo ich mitmachen konnte und so weiter, eben von Extinction Rebellion war der Vortrag. Einmal aufs Tableau kam, was ist eigentlich gerade Katastrophe und was können wir da irgendwie machen? Und ich bin dann einer der Mitbegründer von der letzten Generation gewesen, habe in dem Hungerstreik vor der Bundestagswahl versucht, die Alarmglocken zu läuten und durfte seitdem an vielen Orten schon die Ehre haben, solche Krisensitzungen wie die jetzt hier abzuhalten. Und will vielleicht noch vorab sagen, bevor wir reinstarten, dass das, worunter vielleicht dieser Abend hier insgesamt gerade steht, als was wir ihn begreifen können, dass er eben so eine Art von Krisensitzung vielleicht ist. Ne? Hinterher könnte rauskommen, was tue ich denn jetzt? Und das kann sein, letzte Generationssachen, das kann sein, ich habe eine andere Überlegung, was mache ich jetzt gerade? Und wir bieten aber hinterher eben an, dass Leute auch ganz explizit mitmachen können, mit an Bord kommen können und machen es deswegen im Ablauf so ein bisschen, dass erst der Vortrag jetzt kommt, dann gleich wir in der Runde nochmal sprechen, wie geht es mir jetzt damit und was mache ich? Und danach ist dann noch Raum für Fragen, dass ihr da keine Angst habt, dass ich nicht wegrenne, dass die aber nicht so zwischen reinkommen, sondern wir sie am Ende haben. Da wäre ich euch ganz dankbar. Okay, wir steigen ein mit einem kurzen Text zur Situation. Die Welt ist in Ordnung. Es regnet. Lange. Das nervt. Aber es ist doch nur Regen. Mit diesen Worten begann Andy Neumann seinen Bericht über die Flutkatastrophe im Ahrtal. Neumann ist Polizist. Als das Wasser steigt, denkt er noch, er ist vorbereitet, bringt abends seine Kinder ins Bett. Wie immer. Doch dann kommt das Wasser, drückt durch die Fenster ins Wohnzimmer, steigt die Treppen hoch ins oberste Stockwerk. Neumann packt Todesangst. Angst, dass seine Frau und Kinder sterben. Die Feuerwehr rät ihnen, aufs Dach zu klettern, doch eine Rettung sei auch von da nicht möglich. Panik, bis die Pegel beginnen zu fallen. Neumann und seine Familie überleben, doch 180 Menschen sterben. WissenschaftlerInnen sagen später, ohne die Klimakrise hätte das Hochwasser so nicht stattgefunden. Vielleicht nur dieser kurze Text, um uns dazu abzuholen, was jetzt auch schon geschieht in der Klimakatastrophe. Und wir machen aber keine Rosinenpickerei, wir haben nicht ein Problem, weil es mal einen Tag besonders heiß in Greifswald ist, sondern wir haben ein Problem, weil einfach, wenn wir uns die große Ebene angucken, wir deutliche Veränderungen feststellen und wir sind jetzt eben schon bei 1,2 Grad ungefähr Erhitzung gegenüber der vorindustriellen Zeit. Das heißt, die Sache passierte bei 1,2 Grad Erhitzung und all die anderen Sachen, von denen wir auch mitbekommen. Es gibt ja mittlerweile die Schocknachrichten fast im
Wochentakt. In Pakistan sind ein Drittel der Menschen plötzlich müssen fliehen wegen der Klimakatastrophe und es gibt im Rhein so wenig Wasser, dass dort die Schifffahrt zum Erliegen kommt. Das alles sind quasi die Sachen bei 1,2 Grad, wo die Wälder absterben, wenn man mal in Harz oder in die mitteldeutschen Wälder reinschaut. Und wir können quasi nur so eine Ahnung kriegen davon, was da eigentlich noch passiert oder was woanders jetzt schon passiert. Und eben so ein bisschen unter der Überschrift gemerkt, das ist bei 1,2 Grad das, was passiert, haben wir ja über die letzten Jahrzehnte viele Warnungen von der Wissenschaft gehört, man muss da viel machen. Und auch 2015, darüber wird viel gesprochen, in Paris gesehen, dass die Weltgemeinschaft sich dort darauf geeinigt hat, man wolle die Erdüberhitzung begrenzen und möglichst 1,5 Grad schaffen. Das heißt, diese Zahl 1,5 Grad, die sind auch auf allen Demos und so weiter, ne? 1,5 Grad, das wollen wir schaffen, dass es sich nicht weiter erhitzt. Wir sind jetzt schon bei 1,2 Grad. Und was wir, um das ganze Problem vielleicht in seiner Dynamik zu verstehen, aber dazu wissen müssen, ist das, was häufig nicht unbedingt in der Debatte vorkommt, nämlich dass ganz viel leere Hoffnung verkauft wird. Und dass wir eigentlich schon 2015 nicht mehr realistisch bei 1,5 Grad irgendwie rauskommen, sondern von viel schlimmeren Szenarien ausgehen müssen, weil so gerade die Pläne aussehen, die Regierungspläne. Das heißt konkret, es kam ein Zeitungsartikel zum Beispiel raus, in dem auch drei Klimawissenschaftler gesagt haben, in The Conversation kam der raus, wurde millionenfach gelesen, weil da mal hinter die Kulissen so ein bisschen war. Die drei Klimaforscher haben gesagt, eigentlich fällt ihnen kein einziger Klimawissenschaftler ein, den sie nennen können, der 2015, also in Paris, das noch für möglich gehalten hätte, dass wir auf 1,5 Grad das irgendwie schaffen. Die haben nur nicht so laut gewarnt, kann man dann so ein bisschen rauskriegen, weil sich eben so eine Hoffnungsstory viel besser verkauft, sogar wenn es eigentlich leere Hoffnung ist. Und ab dem Punkt ist eben leere Hoffnung total kontraproduktiv, total gefährlich, weil sie uns vormacht, okay, das ist so, ne, es wird ungemütlicher und irgendwie Leute können nicht mehr so gut dann leben entlang des Äquators, sondern müssen sich so ein bisschen vielleicht bewegen oder es gibt so. Aber wir reden immer noch von ganz vielen Euphemismen, ganz vielen Beschönigungen, auch in unserem Kopf. Auch mir fällt es schwer, wenn ich mich nicht gerade wirklich damit befasse, wie schlimm es aussieht, wirklich das in den Kopf zu kriegen oder auch emotional mich damit zu verbinden. Was bedeutet das eigentlich? Die nächste Sache, die quasi als strukturelle Sache die ganze Zeit mitläuft, die nicht ein Problem ist, sondern die eben, wenn man sich lange anguckt, einfach gemessen die problematische Fortentwicklung ist, ist eben der Anstieg von CO2 in der Atmosphäre. Und da sind wir gerade bei so 420 Teilchen pro Million in der Atmosphäre CO2 und müssen eigentlich dringend runter auf 350. Aber dann gibt es eben solche Erzählungen wie die von dem CO2-Budget. Wie viel können wir noch ausstoßen, um dann auf 1,5 Grad das noch zu schaffen? Und was ich will gerne, was wir so als paar Punkte uns mitnehmen, ist, es gibt kein Budget mehr, was wir noch ausstoßen dürfen. Wir haben schon zu viel ausgestoßen. Das sagt beispielsweise der Klimaforscher Sir David King, wenn man ihn fragt, wie viel können wir noch ausstoßen als Budget? There is none. Gibt kein Budget. Ist durch. Die 1,5 Grad werden wir reißen. Und wir werden wohl auch die 2 Grad reißen und werden mit all den Effekten, über die oft nicht geredet wird, die eigentlich noch dazukommen zur Erhitzung, die wir jetzt schon erleben, eigentlich eher auf eine deutlich heißere Welt zusteuern. 3 Grad, vielleicht mehr. Das sind also zumindest die aktuellen Voraussichten. Und das, wo wir jetzt gerade noch sagen, okay, irgendwie können wir nicht noch was ausstoßen als Budget, gibt es nicht. Der Sir David King sagt sogar, wir müssen eher einen Rückwärtsgang einlegen. Also es irgendwie wieder schaffen, dass weniger von dem Zeug in der Atmosphäre ist, was sehr schwer werden dürfte. Aber wir feuern gerade noch raus wie nichts. Also auf der Klimakonferenz hat es geheißen, man würde in diesem Jahrzehnt als globale Gemeinschaft wahrscheinlich noch 14% mehr Emissionen haben, 2030. Das heißt, die jedes Jahr ausgestoßen werden. Nicht, dass wir schlecht daran sind, langsamer auszustoßen. Wir stoßen in jedem Jahr immer noch mehr aus. Und zwar auch geschichtlich stoßen wir immer und immer mehr aus. Das heißt, wir sind nicht auf einer Zielgerade, wir sind nicht in einem fortschrittlichen und gleich haben wir es doch, sondern es wird seit Jahrzehnten erzählt, ja, wenn wir gemeinsam anpacken, dann schaffen wir es. Ist aber nicht so.
Gerade der Kurs ist einer, da spricht Schellenhuber, einer der führenden Klimaforscher, im Hungerstreik hat er einen offenen Brief veröffentlicht, wo er gesagt hat, wir haben absolut recht in der Dramatik. Schellenhuber spricht davon, dass wir unsere Kinder gerade in einen Schulbus setzen, der mit 98%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Dass wir unsere Kinder in einen Schulbus setzen, der mit 98%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Und dann gibt es so Wörter wie der Zusammenbruch der Zivilisation, der dann droht. Wenn wir es nicht schaffen, das Überhitzen aufzuhalten. Und ich will kurz darauf eingehen, was bedeutet denn, also das sind ja auch so abstrakte Worte, was bedeutet denn das irgendwie, der Zusammenbruch der Zivilisation, wie kann ich mir das vorstellen, vielleicht um das ein bisschen näher zu kriegen. Und auch diese Zahlen, irgendwie 1,5 Grad, 2 Grad oder so und so viele Teilchen pro Million. Was Klimawandel oder auch Klimakrise, Klimakatastrophe eigentlich bedeutet, ist nicht irgendwie das arme Klima, das ist eine massenhafte Vertreibung von Menschen, Kriege, die anfangen, Streit um Ressourcen und eine zusammenbrechende Landwirtschaft, das heißt eigentlich eine massenhafte Vernichtung von Menschen, weil absehbar ist, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel springen und dass wir ein milliardenfaches Sterben zu erwarten haben, wenn wir das nicht hinkriegen. Und so sprechen Leute, die in der Klimawissenschaft sich sehr gut auskennen, davon, dass wir vielleicht in einer 4 Grad heißeren Welt, ja vielleicht noch 1 Milliarde Menschen auf dem Planeten hätten, vielleicht auch weniger. Stefan Rahmstorf sagte 2019 in einem Video, wir sind die letzte Generation, die da jetzt noch was machen kann. Und einige seiner Kollegen glauben gar nicht, dass wir eine 3 Grad heißere Welt je erleben werden, wie die Prognose so langsam weitergeht, weil wir vorher in Konflikten untergegangen sind, weil vorher das wirtschaftliche System zusammengebrochen ist. Und das heißt, wenn wir über diese Sachen reden, dann müssen wir auch über diese Folgen konkret reden. Und das bedeutet eben, dass Todeszonen entstehen und entlang des Äquators in diesem Jahrzehnt schon die Hälfte der Menschen, die zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent leben, einfach in lebensbedrohlichen Zuständen sind. Die Hälfte der Menschen in Afrika, sagt der IPCC, also 700 Millionen, knapp die Hälfte, 700 Millionen haben in diesem Jahrzehnt lebensbedrohliche Bedingungen. Und entlang des Äquators wird sich das ausbreiten. Also da kommen wir von der Landfläche, die gerade zu 1% ungefähr unbewohnbar ist, weil es zu heiß ist, so Sahara-Gebiete, auf knapp 20%, die zu heiß sind, bei einer 3-Grad-Entwicklung. Und das sind nicht irgendwelche 20%, das sind die, die mitunter am dichtesten bevölkert sind. Wir haben 3,5 Milliarden Menschen, die davon betroffen sind, in diesen Gebieten zu leben, die dann Todeszonen sind, weil sie mehrere Monate im Jahr zu heiß sind, um dort draußen zu überleben, geschweige denn Landwirtschaft zu betreiben. Wo sollen diese verdammten 3,5 Milliarden Menschen hin? Die sind nicht mit einem Schnipser mal so umgezogen. Die werden sich gegenseitig abschlachten und die werden versuchen zu fliehen. Und zwar, also ich rede von 3,5 Milliarden Menschen. Davon redet die Studie Future of the Human Needs. Schaut euch das an. 3.500 Millionen Menschen. Ich habe im Geschichtsunterricht gesessen und gedacht, scheiße, waren die Weltkriege kacke. Und jetzt haben wir da gerade eine Entwicklung, wo in meiner Lebenszeit, in unserer Lebenszeit 3,5 Milliarden Menschen auf dem Pfad von den 3 Grad in Todeszonen leben werden. Und ich denke mir einfach, wir müssen da ehrlich mit unseren Emotionen zu werden und nicht mehr zurückhalten, dass wir das nicht irgendwie nur für ein Problem halten oder die Ambitionen gesteigert werden müssen. Seit wann ist die Frage von Leben oder Tod eine von Ambitionen? Das ist eine Massenvernichtung und kein Wandel vom Klima. So, was ist der politische Plan? Wir haben, um diese Sache einzudämmen, hat die Bundesregierung gesagt, eine Klimaneutralität vor 2045, also über 20 Jahre lang noch, wollen wir noch weiter die Atmosphäre mit Gas anreichern, was uns letztlich umbringen wird. Und das, um 1,5 Grad einzuhalten, die wir aber eigentlich schon 2030 reißen. Also wir wollen bis 2045 auf Null kommen, aber reißen 1,5 Grad schon vor. Und dann gibt es noch diese Fantasietechnologien von wegen, dann können wir bestimmt auf ganz großem
Stile CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Die gibt es zwar noch nicht, die hat man sich jetzt schon seit Jahren quasi gewünscht in den Szenarien, die deswegen noch schöner gerechnet, weil wir können jetzt weiter ausstoßen. Es kommt bestimmt irgendwann die Wundertechnologie, die das wieder einfängt. Aber die Realität ist, gerade wird geplant, wenn erst die Eismassen schmelzen, wenn die Arktis erst eisfrei wird, dann bohren wir nach neuem Öl dort. Ich saß nach dem Hungerstreik, lag ich im Krankenbett und habe dort mal auf dem Handy ein paar Nachrichten durchgescrollt. Es heißt, man macht sich jetzt auf, in der bald eisfreien Arktis die neuen Ölfelder erschließen zu wollen. Unsere Regierung hilft dabei, dass wir vor der Küste Afrikas beispielsweise neue Gasfelder erschließen. Fossiles Gas, wir holen uns das her als Fracking-Gas und so alles. Wunderbar in unserem fortschrittlichen Plan von so weiter und mehr. Und über die Klippe rüber. Und was das eigentlich darstellt, ist ja nicht ein ökologisches Problem, was da so ist. Was es eigentlich ist, ist es ein Rechtsübertritt. Da gibt es einen Rechtsbruch. Es gibt einen eindeutigen Rechtsbruch, der ausgehend ist von der Seite einer Regierung, die das nicht reguliert. Von Konzernen, die das machen, die es auch weitermachen dürfen, die sogar darin bezuschusst und subventioniert werden. Und es ist nicht vereinbar mit unseren Grundrechten, mit unserem Grundgesetz. Da gibt es den Artikel 20a, der sagt, die Lebensgrundlagen müssen geschützt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja auch noch einmal gesagt, das hat eigentlich Verfassungsrang. Und der UN-Generalsekretär Antonio Guterres geht so weit zu sagen, die weiterhin fossil expandieren und ausbauen, das sind die Fossil-Wahnsinnigen. Man sollte nicht auf Leuten, die radikal versuchen, diese Wende zu schaffen, also eigentlich radikal wollen, dass wir uns an unser Grundgesetz halten, diese Leute als extrem verschreien oder bezeichnen. Extrem sind die, die weiter diesen kriminellen Pfad von fossilem Ausbau begehen. Er sagt, die sind kriminell und das sind Brandstifter an unserem einzigen Zuhause. Und was dazu kommt, ist ja nicht nur, dass quasi das Grundgesetz gebrochen ist, sondern auch der allgemeine Gedanke von dem Vertrag, den wir in der Gesellschaft haben, den Gesellschaftsvertrag als ein, es gibt viele Menschen hier und sie geben gerne hin, dass sie regiert werden, dass es ein politisches System gibt, dafür, dass eben dieses System aufrechterhält, dass wir als Gesellschaft überhaupt weiter existieren können. Der Vertrag ist gebrochen, wenn einfach keinerlei Schutz da ist für die Bevölkerung. Wenn wir insgesamt gerade in eine Situation von einer Massenvertreibung und Massensterben kommen. Und was uns hier betrifft, wird ja sowas sein wie ein wirtschaftlicher Zusammenbruch und soziale Folgen, die vielleicht kommen, bevor uns hier das Wasser tatsächlich richtig überschwappt, weil das ein bisschen länger dauert. Das heißt, das, was zuerst kommen wird, ist eher, dass weil der Rhein trocken ist, weil der Wald zusammenbricht, weil weitere Pandemien kommen, weil Kriege ausbrechen, das Ganze zusammenbricht. Und das Problem klingt jetzt irgendwie schon mies genug, aber irgendwie haben wir es als Menschheit ja auch immer wieder durch Probleme geschafft und haben uns angepasst und an verschiedene Umstände und so weiter und so weiter. Die Scheiße kommt, es gibt auch noch Kipppunkte in dem System. Und die Kippelemente in diesem Klimasystem bedeuten eben, dass wir die Kontrolle darüber verlieren können, wie es überhaupt weitergeht mit der Erdüberhitzung und dass es uns noch mal weniger Zeit bleibt. Und das ist ja wirklich der totale Abfuck im Kopf. So, es ist die totale Katastrophe jetzt schon. Und was ist dann aber mit diesen Kipppunkten noch drauf? Und da will ich gar nicht alle aufzählen, aber auf ein paar eingehen. Beispielsweise eben, was ich gerade gesagt habe, dass das Eis schmilzt. Ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wie weit schmilzt das denn? Wann wird das denn ganz geschmolzen sein? Was bedeutet das denn überhaupt? Wenn es ganz geschmolzen ist, dann gibt es das Blue Ocean Event. Das heißt, der Ozean ist eisfrei und weil der dann blau ist und nicht mehr wie das Eis vorher die ganze Sonnenenergie, die ankommt, reflektiert, sondern aufnimmt, erhitzt sich das noch weiter, hat globale Erhitzungseffekte. Wird wahrscheinlich ungefähr irgendwann in den nächsten 5 bis 15 Jahren passieren. Weiß man natürlich erst wenn es passiert ist, genau wann es passiert. Steht unmittelbar bevor. Was ist denn mit sowas wie dem Regenwald, der zur Savanne wird?
den wir weiter abholzen, abholzen. Und zwar nicht die bösen Brasilianer, sondern wir als viertreichste Ökonomie der Welt, die da freudige Verträge schließen dazu, dass da die Verbrechen weitergehen. Der ist gerade bei ungefähr 18% Abholzung gegenüber seiner Ursprungsfläche. Man ist sich sehr sicher, dass zwischen 20 und 25% ungefähr der Punkt liegt, ab dem das ganze Ökosystem kippt, weil es sich nicht mehr aufrechterhalten kann mit seinen Wasserkreisläufen. Dann gibt es zum Beispiel noch die Westantarktis, da gibt es den auch Weltuntergangsgletscher, so groß genannten Thwaites-Gletscher, totaler Zungenbrecher. Bedeutet aber für uns, sollten wir eigentlich quasi alle kennen und uns mit beschäftigen, diese Eismasse, die zerbricht gerade und rutscht dann ab in den Ozean. Und die hat eine gewisse Stöpselfunktion, weil wenn sie abrutscht, zerbricht und abrutscht, dann können die benachbarten Eismassen hinterher rutschen. Und das bedeutet, dass das nicht nur ein Meeresspiegelanstieg über hunderte Jahre, sondern vor allem eine direkte Weitererhitzung geben kann. Und der hat jetzt schon Risse, viel mehr als man immer geglaubt hat. Die nächsten 5 bis 10 Jahre wird der wohl, das ist schon durch, also bei einigen Sachen sind wir schon am Arsch, wird der wohl zerbrechen und den werden wir verlieren. Und das grönländische Eis, gab es eine Studie vor 2 Jahren, die sagt, das hat seinen Kipppunkt schon gehabt, in 2000er Jahren schon gehabt. Das heißt, die Gefahr steht, dass wir wie beim Artensterben auch, erst wenn wir 5 Jahre lang eine Art halt dann nicht mehr gesehen haben, hinterher sagen, ah scheiße, ist ausgestorben. Ah, hat jemand eigentlich noch irgendwie Menschen gesehen? Ah, scheiße, ist ausgestorben. Das Ganze, wenn wir erst das hinterher, wenn die Flut an unserer Tür schwappt, haben, ist es zu spät. Dann stehen wir wieder in Trümmern. Das darf uns nicht passieren. Das heißt, wir müssen in der ganzen Situation, die immer konfliktgeladener werden wird, auch von den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, wo eine Pandemie die nächste jagt und wo Kriege kommen und wo die Ströme an Menschen, die sich auf die Flucht machen, nicht die 5 Millionen aus Syrien sind, sondern die 700 Millionen aus der Sahelzone. So, was bedeutet das für dieses Thema? Was ist mit einem Rechtsruck los, auf den wir Gefahr laufen, wenn unsere Gesellschaft dort scheiße drauf reagiert und wenn wir insgesamt uns nicht gewahr machen, was da gerade passiert, wenn wir das weiter antreiben, dass die Todeszonen entstehen? So, ich spreche einfach frei und habe keine weiteren PowerPoints und so. Es soll eher darum gehen, dass ich euch das sage, weil ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns damit verbinden und damit einmal in Kontakt kommen. Und ich verweise ja dann nur auf das, was die Wissenschaft mir zur Verfügung stellt, was ich da lesen kann oder uns. Und ich habe eine Grafik aber mitgebracht, vielleicht die Grafik, die an die Kühlschränke der Nation geklebt gehört. Und das ist die hier. Wir sehen einen Hügel und diesen Abhang runter rollt ein Ball. Ist hier ein bisschen jetzt eine Kartoffel geworden. Rollt runter und vielleicht hat oben ein Kind damit gespielt oder so. Ist abhanden gekommen, rollt runter. Die Frage ist jetzt, wird das Kind, das den Ball fangen will, werden wir diesen Ball quasi noch fangen? Und zwar gibt es einen Punkt, ab dem wir es nicht mehr fangen können. Das ist so ein bisschen den Schwarz-Weiß darin, ob wir das quasi noch gefangen bekommen. Du fängst ihn. Oh, du fängst ihn nicht. Und dann rollt er ganz runter. Es gibt kein Halbfangen. Und während es schon schwierig genug ist, irgendwie wieder von der Kippe dann wegzukommen, in der Erdüberhitzung jetzt gesprochen, das rückgängig zu machen wird erstmal auf 100.000 Jahre nicht möglich, gibt es einige Effekte, die ich gerade angesprochen habe, auch sowas wie das Auftauen von Böden, Permafrost, wo Methan drin ist, was das Klima weiter erhitzt, die eben es einfach schwieriger machen, diesen Ball dann noch zu fangen. Vielleicht irgendwann unmöglich. Und jetzt sind hier 3 Punkte aufgezeichnet und wir sehen quasi diesen Ball am Hügel gerade in dem Moment, in dem er noch fangbar ist. Und wir müssen, um ihn noch zu fangen, bei Punkt 3 dann stehen. Wenn wir am Punkt 1 oder am Punkt 2 stehen, fangen wir den Ball nicht und der Ball rollt ganz runter. Und dabei können wir uns nicht irgendwie glücklich schätzen, dass wir es doch ein bisschen besser versucht haben und am Punkt 2 gekommen sind. Nein, Punkt 2, Punkt 1 verpassen beide den zu fangen, der rollt ganz runter. Es ist nicht besser zu sagen, ich bin ja jetzt ein bisschen mehr dafür, wir müssen mit den harten Regeln der Physik dahingehend umgehen, dass wir mit diesen Molekülen halt nicht verhandeln können. Wenn die halt sagen, die nächsten Jahre entscheiden, dann können wir nicht sagen, aber es ist uns gerade politisch realistisch. Also was sagen die denn? Wie viel Zeit ist denn noch? Ist ganz schwer abzuschätzen. Ich habe gerade schon gesagt, erst hinterher ist eine Art irgendwie sicher ausgestorben. Das, was gerade, wenn ich auch mit den WissenschaftlerInnen direkt sprechen kann, die Einschätzung ist,
ist, alles entscheidet sich in diesem Jahrzehnt. Und Menschen wie Sir David King, eben ernstzunehmender Forscher aus Großbritannien, vielleicht der wichtigste britische Klimaforscher, der sich über Jahrzehnte damit beschäftigt hat, der sagt, er glaubt, was die nächsten 2 Jahre geschieht, bestimmt über die Zukunft der Menschheit. Und was wir über die Zukunft der Menschheit meinen, haben wir ja gerade verstanden. Bedeutet Krieg, bedeutet Abschlachten, bedeutet, wenn in Bürgerkriegen auch gefoltert und vertrieben und so weiter wird. All das ist die Frage von, fangen wir den Ball oder fangen ihn nicht? Ja, was machen wir jetzt, um den Ball zu fangen? Und da hat keiner eine universale Lösung, aber ich möchte gern erklären, was die Überlegung war, die die letzte Generation antreibt. Warum macht man das? Warum setzt man sich da auf Straßen und pappt sich fest? Wir müssen es ja irgendwie, das muss ja unser Ziel sein, schaffen, dass wir an diesen Punkt 3 kommen. Und das bedeutet irgendwie, in einer Krisensituation muss es einen krisenartigen Umbau geben. So wie wenn eine Wirtschaft groß umgebaut wird, weil zum Beispiel gerade ein Krieg ausbricht und man dort schnell reagieren muss, so wie die britische, die amerikanische Wirtschaft irgendwie schnell umgebaut werden musste, als man gemerkt hat, irgendwie Hitler-Deutschland ist mit so einem Appeasement doch nicht mehr so gut zu kommen, sondern man muss dort schnell Sachen verändern, Wirtschaft umkrempeln, ganz viel plötzlich, wie am Beginn der Pandemie, muss was anders produziert werden, hier Beatmungsgeräte und so weiter. Wie kommt also ein staatlicher Akteur, wie kommt die Macht, solche Überlegungen anzustellen, was machen wir denn jetzt eigentlich in dieser Krisensituation, in die Hände von Leuten, die nicht gierig weiter nach Öl bohren wollen in der Arktis, für ihren kurzen Profit und sich gleichzeitig Bunker in Neuseeland anschaffen, passiert alles wirklich, das reichste Prozent, was in Privatjets über unsere Köpfe jagt, macht sich derweil auf, Bunker zu finden. Wie kommt die Macht in die Hände von Leuten, die sagen, scheiße, ich will nicht, dass meine Kinder verrecken, das geht uns ja alle an, wie ändern wir das? Und zwar so, wie es realistisch ist in Bezug auf die Physik, nicht in Bezug auf politisch haben wir das bisher die letzten Jahrzehnte so und so gemacht. Und da haben wir den Vorschlag, dass es eben sowas wie eine Notfallsitzung der Gesellschaft geben sollte, und zwar in mehreren Ländern. Ne, es gibt ja ein Netzwerk, die letzte Generation ist Teil von einem Netzwerk von über 10 Ländern, wo das in westlichen Ländern solche Kampagnen gibt. Und wir sagen, eigentlich muss es da ankommen, dass man sofortige Maßnahmen ergreift und dass die Zivilgesellschaft merkt, welche Macht eigentlich bei ihr liegt. Weil es kommt nicht von den Konzernchefs, wir können nicht warten auf irgendwelche Regierungsversprechen, die in den letzten Jahren nie eingehalten wurden, die nicht ausreichen, ohnehin schon nicht und so weiter. Und da schlagen wir vor, gibt es so eine Notfallsitzung in Form von einem Gesellschaftsrat, der also die Möglichkeit hat, einfach zu entscheiden, wie kann es denn in den nächsten, bis Ende des Jahrzehnts klappen, diesen Umbau zu machen. Dass wir wirklich zu Null-Emissionen kommen und nicht Technik versprechen, die es noch nicht gibt, sondern mit den Sachen, die wir haben. Also realistisches, erwachsenes, ehrliches Planen. Und die Leute sollten informiert werden und dieser Gesellschaftsrat sollte nicht quasi über einen Prozess von Leuten, die dort gewählt werden, so wie bisher, dann stellen sich eben politische Leute und so weiter auf und es gibt ganz viel Korruption. Man kann hinterher mal gucken, wo landen eigentlich Leute, die in den politischen Ämtern so waren, hinterher in der Drehtür zur Wirtschaft und die gucken auf die nächste Wahlperiode, auf die Wiederwahl und so weiter. Das sollen Leute sein, die machen sich Gedanken darüber, wie soll unsere Gesellschaft in 10, 20, 30 Jahren aussehen und nicht nur irgendwie, wie werde ich in 2 Jahren die Landtagswahl dort gewinnen. Und das heißt, die sollten gelost werden. Es geht zurück auf eine Idee, die schon seit der Antike da ist, weil es einfach fair ist, wenn die Leute dort zusammenkommen, so dass dieser Rat aussieht wie auch die Gesellschaft. Das heißt, der Gesellschaftsrat ist zusammengesetzt aus genauso vielen Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, wie auch Deutschland Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern hat. Genauso viele Menschen, die jung, die alt sind und nach Bildungsstand und Herkunft. Genau, und da diese Sitzung dann informiert ist und Überlegungen treffen kann, kann von dort aus eine tatsächliche, so könnte es gehen, wenn wir mal nicht nur in Umfragen Ja-Nein fragen, sondern wenn wir mal nachdenken, wenn wir an Tischen diskutieren und so weiter und so weiter. Ich will da nicht ganz weit reingehen, weil darüber könnte man einen eigenen Vortrag halten. Was uns aber klar ist, ist diese Überlegung von, wo wird jetzt eigentlich entschieden und wie geht das eigentlich weiter, die ist eine Frage von Macht. Und die Leute, die gerade an der Macht sind, die wollen, dass der aktuelle Kurs, wie er gerade geht, weitergeht. Und der ist fatal. Der bricht unsere Verfassung, der bricht den Gesellschaftsvertrag
Das heißt, es braucht, wenn der Gesellschaftsvertrag so gebrochen ist, einen Widerstand aus der Bevölkerung. Und nur über diese Möglichkeit von, man sagt sich, man macht nicht länger mit dabei, dass das gerade so geschieht, ist unsere Vermutung, schaffen wir es im Angesicht der Zeit. Und zwar darüber, dass der zivile Widerstand ja ein paar Effekte verursachen kann und einen schnellen Wandel begünstigen kann und geschichtlich schon mehrfach hat. Ich möchte dafür vielleicht zuerst einmal so ein bisschen zurückgucken in ein Kapitel von auch so einer Aktion, die geplant waren, von zivilem Ungehorsam. Ist eine andere Situation und ist mit Sicherheit nicht voll übertragbar. Sachen sind unterschiedlich, wie es immer ist, aber wir gucken ja deswegen in die Geschichte, nicht weil alles immer gleich ist, sondern weil wir daraus einige Sachen ableiten können, die sich ähneln können, den Dynamiken. Und wir gucken uns einmal, schlage ich vor, an die Freedom Riders, also die Freiheitsfahrerinnen und Fahrer, die Anfang der 1960er Jahre, 1961 in den USA gesagt haben, sie brechen Gesetze rund um die Rassentrennung und machen damit einen großen Eingriff in die Debatte. Da wird irgendwie dann drüber geredet werden, hoffentlich, damit wir erste Schritte schaffen. Und die sind konkreter eben in Bussen und Bahnhöfen dabei gewesen, in die Südstaaten zu fahren, wo der Rassismus Alltag war, dahingehend, dass Menschen täglich ermordet und sowieso Rechte auch in Bussen oder Bahnhöfen nicht damals. Es gab die Trennung in hier die Weißen, da die Schwarzen. Und das Ganze, was dort erstritten werden sollte, ging natürlich nicht nur um die Frage von, werden diese blöden Schilder abgehangen, aber es war der erste Aufhänger. Und dann sind erstmal 2 Dutzend Menschen in 2 Bussen in die Südstaaten gefahren, haben sich dort nicht an die Regeln gehalten und wussten, was für eine Provokation das sein würde für die Menschen, die dort wohnen. Und es gab einen gehörigen Rückschlag quasi von der Bevölkerung. Die haben die Leute aus den Bussen gezerrt, die haben die Busse angezündet, die haben die Leute verprügelt. Man kann nicht vom Glück reden, dass da niemand bei gestorben ist, weil die ganze Frage von irgendwie, da wird jetzt auch gerade unser Lebensstil hinterfragt und so weiter, das hat die Leute aufgebracht und es gab ein gesellschaftliches Drama, das war in allen Zeitungen. Und deswegen kam, es mag ein bisschen paradox klingen, mehr und mehr Menschen. Ne? Paradox, weil dort wurden die Leuten, wurde irgendwie übel mitgespielt und trotzdem kommen mehr und mehr Menschen. Weil eben dieses wirtschaftliche Bild von du bist nur auf dein Bestes und deinen persönlichen Profit und so aus, nicht ganz korrekt ist, sondern die Menschen, die gerade das mitbekamen, gesagt haben, okay, wir können nicht zulassen, dass jetzt diese weiße rassistische Gewalt siegt über das Anliegen, dass wir dort gegen das Unrecht was unternehmen. Wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder und Enkel noch weiter mit diesem Unrecht in der Welt leben müssen. Wir setzen uns in den nächsten Bus. Und es fuhr der nächste Bus und der nächste Bus. Es waren am Ende so viele, dass die Regierung gesagt hat, wir sperren diese Menschen ins Gefängnis. Dann waren über 300 Leute dort in Mississippi, war es glaube ich, im Gefängnis. Und da war ein Punkt erreicht, wirklich, weil immer mehr nachkam und mehr nachkam davon, dass die Kennedy-Regierung, die sich eigentlich lieber mit dem Kalten Krieg, Russland-Überlegungen, Sowjetunion beschäftigen wollte, gesagt hat, okay, wir müssen uns um dieses Thema irgendwie mehr kümmern und zugesagt hat, dass diese Schilder abgehangen werden, dass dort ein erster Schritt gemacht wird. Und das kam in einem Moment, in dem eine totale Enttäuschung eigentlich irgendwie erstmal da war, von wegen, ja, wir schaffen es ja gerade irgendwie nicht. Wo die großen Anstrengungen von lass uns da was ändern in der Bürgerrechtsbewegung gerade schon 2-3 Jahre durch waren. Also Rosa Parks und so weiter, was wir auch kennen, die Montgomery Bus-Boykotts, wo man losgelegt hatte, waren irgendwie hohe Worte auch gewählt und wir schaffen jetzt was, aber war nicht gekommen. Und diese paar hundert Leute haben es dann aber geschafft, mit dieser ersten Sache, die errungen werden konnte, dass es quasi eine Wiederbelebung auch der Bewegung gab. Dass Menschen gesagt haben, wir können was erreichen, wenn wir uns organisieren und danach die weiteren Erfolge organisiert werden konnten, zum Wahlrecht beispielsweise und so weiter. Wir sehen, es beginnen immer wenige Menschen, die das erstmal herausfordern und es gibt irgendwie so einen Effekt, in dem sich ein Drama auf der öffentlichen Bühne abspielen muss. Und dazu, das ist auch in Büchern, die man dazu gut lesen kann,
viel mit vielen Beispielen und Untersuchungen auch bestätigt, gehört immer eine Störung, eine Unterbrechung, ein Gesetzesübertritt und auch eine Unterbrechung vom Alltag. Das Ganze muss mitbekommen werden. So kommt es auf die Titelseiten rauf, so entfaltet es politische Relevanz und die Frage für Menschen, die sich dem nahe fühlen, scheiße, muss ich da nicht irgendwie mitmachen? Wenn es dann eine kritische Masse erreicht, dann können erste Schritte gewonnen werden und darüber wird gezeigt, es ist eigentlich möglich, dass man entgegen der vorherrschenden, nein, so muss das gerade, und entgegen der aktuellen Politik, was gemacht wird. Und wir haben uns im Sommer 2021 zusammengesetzt und wir haben gesagt, okay, erste Schritte wäre eigentlich, sowas Dämliches wie die Essensverschwendung zu reduzieren, wäre eigentlich gerade im Zuge des Krieges, wurde nochmal klar, dass wir in Deutschland ein Tempolimit einführen, alle anderen Nationen haben das, die fallen da auch nicht irgendwie tot um. Und das sind Maßnahmen, die eigentlich sofort und überfällig sind, wo große Mehrheiten sagen, ja, warum kommt da nicht was? Ist es nicht eigentlich ein Notfall, in dem wir ganz viel ergreifen müssen? Warum ist das nicht da? Und das heißt, wir haben uns überlegt, okay, wir werden uns auf die Autobahn begeben. Und dann haben, schon bevor wir das erste Mal gemacht haben, im Herbst 2021 also, alle Leute gesagt, ja, aber die Menschen werden total aufgebracht sein. Ja, klar. Das ist Teil von dieser Prozedur darin, dass eine Empörung da ist. Das ist Teil davon, dass wir so eine Unterbrechung schaffen. Und es tut uns leid und wir machen das auch für die Menschen, die in den Autos dort sitzen. Und wir wünschten uns, man müsste es nicht machen. Aber das ist der Punkt, ab dem eben, wenn eine Linie überschritten ist und die eigentlichen Systeme nicht funktionieren, man nicht darauf warten kann, dass die Gerichte das später entscheiden, dass es wohl zu langsam war, vom Gesetzgeber nichts kommt und so weiter, dass man dann eben sagt, wenn ein gehöriger Teil, und es braucht keinen großen, zeigt die Forschung, von der Zivilgesellschaft sagt, wir machen da nicht mit und in eine materielle Störung geht, dann erzeugt das ein Dilemma. Ein Dilemma für die Autoritäten, die damit umgehen müssen. Und das Dilemma heißt irgendwie erstmal, wenn man das ignorieren, aber wenn man es nicht mehr ignorieren kann, weil die einfach zu viel auch unterbrechen, was auf der Verkehrsader fließen soll, was beim Flughafen fliegen soll, auch wirtschaftlich, dann musst du entweder gegen diese Leute quasi immer mehr vorgehen, je mehr oder je länger oder je mit mehr Menschen, die das machen, gegen die Leute vorgehen, oder du musst irgendwann auf die Leute eingehen. Und dann ist jetzt die interessante Frage, was passiert, wenn die gegen einen vorgehen? Und da haben wir erlebt hier, wenn meine Wohnung, unsere Wohnung durchsucht wurde in Greifswald, ebenso wie in anderen Städten auch, dann gibt es massenhafte, gibt es Zehntausende nicht nur an Spenden, sondern auch an Ich will mitmachen Bekundungen. Und wenn Leute in Bayern ins Gefängnis gesperrt werden, ein Dutzend, dann gibt es noch 50 andere, die denen nachfolgen und die auch sagen, ich gehe da jetzt hin, mit dem Risiko, dort eingesperrt zu werden. Und das heißt, wenn die Option wegfällt für die Behörden, zu sagen, wir sperren weg, weil es nicht geht, gegen die Leute mit massiver Gewalt vorzugehen, weil sie friedlich bleiben. Das ist die ganze Essenz dabei. Ohne friedliche Disziplin haben wir sofort verloren. Ist strategisch eindeutig, ist moralisch eindeutig. Wenn wir dort diese friedlichen Menschen irgendwie wegjagen, funktioniert das nicht. Wenn wir sie nur versuchen, irgendwie einzusperren, werden da aber auch immer mehr kommen. Man muss auf die Leute eingehen, weil ihre Forderungen haben ja auch große Mehrheiten. Günstige Tickets, ein Tempolimit, die Frage nach einem gelosten Rat. Alles Sachen, wo Mehrheiten dahinter stehen. Und dann ist die Frage, ja, wie sieht das dann genau aus? Was macht man irgendwie da, um sich das ein bisschen genauer vorstellen zu können? Und da ist erstmal vielleicht, ja, kann ich erzählen, auch für mich so gewesen, als ich mich das erste Mal getraut habe, auch auf eine Straße mich zu setzen und in diesem zivilen Ungehorsam mich zu engagieren, so gewesen, dass mir die Knie gezittert haben und dass ich überlegt habe, okay, oh, wie wird das hier alles ablaufen? Und dass ich später dann auch mal in Gewahrsam genommen wurde und auch alles erstmal keine schönen Erfahrungen. Ne? Man kommt rein und hat eventuell so kühle Betonzellen und hat dort vielleicht gefließte Wände noch und wenn du Glück hast, kommst du in eine Gruppenzelle, sonst alleine und du bist in diesem Raum und du denkst dir, scheiße, was habe ich verbrochen? Aber nein, mir fiel ein, warum mache ich das eigentlich? Und ist das nicht gerade vielleicht
der richtige Ort, an dem ich bin. Ich habe mich vorher darauf eingestellt, dass ich da hinkomme. Und das nimmt der Angst total den Stachel, in meiner Erfahrung, zu sagen, ich bereite mich darauf vor, was bedeutet das für mich? Und ich kann vorher nicht in einem gemeinsamen Aktionstraining das irgendwie einmal durchspielen. Wie ist das für mich? Ich kann auch wissen, wie privilegiert bin ich eigentlich, weil ich nicht im Iran lebe, weil ich nicht in 1935 lebe, weil ich, um zu sagen, es braucht einen Wechsel, eben nicht Angst um mein Leben haben muss, als weißer Mensch 2023 in Deutschland. Okay, vielleicht ist das das, was ich tun kann. Ich dachte eigentlich, ich würde Politikwissenschaft studieren. Ich dachte eigentlich, ich werde dann irgendwann mal vielleicht ein bisschen mithelfen. Nachhaltigkeitswissenschaft hatte ich dann im Nebenfach und dann gucken wir mal, wie ich vielleicht der Gesellschaft helfen kann, irgendwie so diesen Wechsel ein bisschen besser hinzubekommen. Und ich kannte ja all die Warnungen. Und als ich im Vortrag saß, war es für mich, ja, ich kannte auch alles. Es hat sich eher wie ein Puzzlestück irgendwie zusammengefügt und man hat nochmal tiefer drüber nachgedacht. Für mich war es dann aber die Frage, als ich gemerkt habe, diese Dramatik mit den fucking 2 Jahren, die so ernstzunehmende Leute dann in den Raum stellen, in denen sich das alles entscheidet, unserem aktuellen Kurs, und dann weiß ich ja, ich kann eigentlich was machen, da konnte ich nicht mehr im Hörsaal still rumsitzen. Das heißt, da habe ich mich Extinction Rebellion angeschlossen, war da eine ganze Weile dabei und war dann bei der letzten Generation dabei und habe mich dann irgendwie über ein Dutzend Mal angeklebt, angekettet und in Gewahrsam genommen und so weiter und stehe jetzt immer wieder vor Gericht und das ist alles nichts, wo man sich irgendwie sagt, juhu, so habe ich mir das vorgestellt oder wo irgendwer darauf vorbereitet ist. Aber, darf ich das sagen, in meiner Beschäftigung mit solchen Episoden in der Vergangenheit war das immer so, dass das Menschen gemacht haben, die nicht davon ausgingen, dass das ihre politische, jetzt sie wollen sich engagieren, sondern eigentlich Menschen, die vielleicht politisch interessiert, vielleicht nicht politisch interessiert, auch als wilder Mix sich sagen, in diesem Moment muss ich, weil moralisch das nicht hinnehmbar ist, wenn ich in den Spiegel gucke, das weiß, aber nicht mache, was ich eigentlich denke, was ich machen müsste, dass diese Menschen eben sagen, okay, ich tue was. Und dass diese Menschen ihr Leben ein Stück weit so umkrempeln, so anpassen und gucken, was können sie beitragen und am Ende in der kritischen Masse auf die Autobahnen gehen. Das ist im globalen Süden gang und gäbe, das ist in demokratischer, verschiedener Form bei uns eine Kultur, wo wir sehen, das kam irgendwie über die Friedens- und Anti-Atom, das ist 89, das ist einfach was, wo, wenn es einfach kacke genug ist, man sich sagt, jetzt gehen wir los. Und die richtigen, verrückten Weirdos sind ja dann die, die das machen, auch wenn es noch gar nicht so aussieht, als würde es gerade richtig losgehen. Also die das quasi nicht machen, weil es gerade so ein bisschen so ein Momentum gibt und dann kann man ja mal. Sondern weil es eigentlich alles gerade total scheiße aussieht, weil die Bewegung noch viel, viel zu klein ist für das, was sie eigentlich braucht. Ne, wir haben jetzt in der letzten Woche in, ich glaube, 24 Städten solche Unterbrechungen gemacht und das ist total toll, aber eigentlich ist es immer noch so viel von dem, was wir eigentlich brauchen. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass einige von diesen verrückten Weirdos hier heute im Raum sitzen, weil wer, wenn nicht wir, sind das denn? Also wir sind Menschen, die das wissen, die zumindest 80% davon das super auch leisten können, körperlich sich dort auf eine Straße zu begeben, sich dort hinzusetzen, die sagen können, ich bin einmal über eine Nacht in einer Zelle eingesperrt und am nächsten Tag bin ich wieder draußen. Und dann geht es eben zurück auf die Frage, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Und da will ich nicht so reinbrechen von wegen, das ist jetzt aber ein bisschen übergriffig und vielleicht kurz eine Story erzählen davon, dass ich selber das Gefühl hatte, einmal war jemand so ein bisschen so, ah, da erzählst du mir jetzt aber einen drüber, kann ich doch selber dann irgendwie überlegen. Weil ich hatte, als Extinction Rebellion dann sagte, wir kommen in Berlin zusammen mit Tausenden und wir machen was, selber die Eröffnungswoche der Universität und war in Lüneburg. Ich kannte dann die Stadt nicht und habe mir vorher gedacht, ich muss da hin, um irgendwie sozial irgendwie da anbinden zu können und sonst verpasse ich doch da alles und so weiter. Und war irgendwie so in einer Zwickmühle, was mache ich denn jetzt? Und dann hat die Mutter von einer Freundin einfach gesagt, nee, ich glaube, du willst ja gar nicht zu dieser blöden Eröffnungswoche. So blöd hat sie vielleicht nicht gesagt, du willst ja gar nicht hin. Und ich dachte erstmal, was sagst du? So, aber. Und habe ich gemerkt, ja, also vielleicht ist die Frage sinnvoll, was hält mich denn davon ab? Tatsächlich mich dann mal auf die Straße zu setzen. Und dann habe ich überlegt, vielleicht sollte ich das mal machen. Ich kann das eigentlich erst ehrlich einschätzen, wenn ich in so ein Aktionstraining gehe und so weiter und so weiter. Und eigentlich stellte sich dann für mich die Frage, was will ich gerade machen? In diesen 2 Jahren, in denen ich
wunderbar auch hinterher noch weiter überlegen kann, wie werde ich mein Leben leben und Kinder oder nicht und Familie und hier wohnen, da wohnen und Studium, hast nicht gesehen. Aber in diesen 2 Jahren muss ich ja irgendwie was machen, um mit mir selber so genug im Reinen zu sein, dass ich mir auch in 10 Jahren noch unangenehme Fragen ehrlich beantworten kann. Und das heißt, dann haben wir überlegt, okay, wie könnte das jetzt funktionieren in unserer Gesellschaft, diese Sachen aufzubauen, und haben jetzt über das letzte Jahr, ne, angefangen mit Hungerstreik und dann vielen Vorträgen, und am Anfang waren 24 Menschen vor einem Jahr auf der Straße, auf den Autobahnen in Berlin, und dann ist es jetzt soweit, dass es in 24 Städten sowas gibt, wo jeweils viele Leute sind, und dass wir wieder zusammenkommen werden, wie wir es in Berlin jetzt mehrfach gemacht haben, im April, dass wir vorher schon, dass wir Proteste in Greifswald machen, dass wir Proteste in jeder letzten Stadt machen und am Ende eben gucken, wenn genügend Menschen, man kann davon ausgehen, in einem Land von unserer Größe, vielleicht sind das 2000 bis 5000 Menschen etwa, so heißt es auch aus einigen Regierungskreisen zu sagen, ab dann werden die Behörden überfordert, mit all diesen Menschen umzugehen, die einfach sagen, ja, ich habe Sie verstanden, Herr Polizeiofficer, das ist ganz lieb, ich werde mich nicht freiwillig wegbewegen, ich werde mich auch nicht weiter rumzappeln, Sie können mich hier wegtragen, aber ich werde auch am nächsten Tag wiederkommen. Und wenn das eben eine gehörige Zahl macht, was willst du tun? Du musst als Regierung in diesem Dilemma dich entscheiden, und die Kosten werden dafür immer höher, gegen die Menschen vorzugehen. Je mehr das sind, je mehr die an Unterstützung haben, beziehungsweise je klarer eigentlich wird, dass da eine Legitimitätskrise von der Regierung vorherrscht. Und das zeigen die Umfragen deutlich. Ne? Genau wie wir erwartet hatten, sagen 70% und ein bisschen mehr, okay, das ist was, wo wir sagen, irgendwie können wir nicht ganz nachvollziehen, finden wir doof. Dann sagen sehr wenige von diesen 70% auch noch, können wir überhaupt nicht, und machen so richtig die große Hassparole. Und leider Leute, wo es mir schwerfällt, quasi zu sehen, dass die quasi noch mit eingebunden werden und das noch sehen. Und gleichzeitig sagen eben einige, ja klar, muss man irgendwie so machen, und ein kleiner Teil macht mit. Aber die andere Umfrage ist ja eben, was müssen wir jetzt tun? Und da ist es andersherum, dass über 75% sagen, man müsste da jetzt im Notfall Maßnahmen ergreifen. Und natürlich die Dramatik noch nicht ganz durchgedrungen ist, aber mit der Information, gerade wenn Leute informiert sind, wenn man sie auf der Straße fragt, klar wird, da muss viel mehr passieren, und die Legitimität der Regierung schwindet, wenn dort zu wenig passiert. Und diesen Eingriff in den Diskurs haben wir geschafft als letzte Generation, dass das Thema da blieb, trotz der ganzen Fragen, die sonst noch im Raum waren mit den steigenden Kosten und Krieg und so weiter, und dass es vielleicht sogar damit verbunden wird. Und das eben ist jetzt die Frage, schaffen wir es nicht nur, dass das irgendwie so in die Debatte reinkommt, sondern schaffen wir es tatsächlich, dass was errungen wird? Schaffen wir es, dass es erste Schritte gibt, die dann einen Dominoeffekt machen können? Dass, wenn in einigen Ländern gleichzeitig eben Kampagnen auch Schritte erringen, dass auch einen globalen Dominoeffekt in all die Länder, in denen quasi die Maschine der Zerstörung sitzt, haben kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist. Ich bin kein Optimist und ich glaube, das wird was. Ich bin kein Pessimist und das wird irgendwie auf gar keinen Fall was. Sondern wir wissen, es können so Wunder, quasi sozial ganz schnelle Sachen geschehen. Es kann soziale Kipppunkte geben. Es gibt so etwas wie das kollektive Handlungsproblem, dass man nichts macht, weil die Nachbarin nichts macht, weil der Nachbar nichts macht und am Ende macht niemand was. Und es gibt Effekte, in denen sich schnell etwas verändern kann. Sichten auf Sachen und auch Handlungen. Und es ist eher eine Frage nicht von, klappt das jetzt gerade oder nicht, sondern was möchte ich in diesem Moment mit diesen Sachen tun, die ich glaube, die wir uns stellen müssen. Und da möchte ich noch einmal überlegen eben und gleich eine Erklärung vorlesen von dem internationalen Netzwerk, was wir in Angesicht von diesen Sachen machen. Also wir haben gerade Tausende von Millionen, also wirklich, ich denke mir nur so die Skalen herbei von was wir sonst so kennen, also Tausende von Millionen Menschen, die gerade auf die Schlachtbank geführt werden, weil das sind nicht die Menschen, die ausstoßen. Menschen, in Mosambik stößt fast nichts aus. Und wir haben gleichzeitig irgendwie eine Möglichkeit, was zu ändern, aber irgendwie sind alle sich noch zu fein, scheiße, was macht man draus? Und die Kipppunkte drängen und wir haben Verdrängung, das ist alles auch verständlich, aber es hilft uns alles nicht. Was machen wir da jetzt?
Genau, das A22-Netzwerk heißt so, weil es sich im April letzten Jahres gegründet hat und hat eben in 11 Ländern Kampagnen, die auch so aufgebaut sind, dass sie auch friedlichen Widerstand leisten, der aus Störungen besteht, der aus der Opferbereitschaft, die Konsequenzen dafür auch immer zu tragen besteht und der daraus besteht, das immer weiter zu intensivieren. Erklärung des A22-Netzwerks. Wir sind die letzte Generation der alten Welt. Wir sind heute hier, um zu sagen, dass wir eine neue Welt schaffen werden, in der die Menschheit sich selbst akzeptiert, sich vergibt, sich liebt und sich verpflichtet, unser großes Abenteuer fortzusetzen. Als letzte Generation werden wir alles tun, was nötig ist, um unsere Generation und alle kommenden Generationen zu schützen. Das ist unser unveräußerliches Recht. Die alte Welt liegt im Sterben. Wir befinden uns in der letzten Stunde, in der dunkelsten Stunde. Diese Welt wird vor unseren Augen vernichtet. Und wir befinden uns in einem Zwischenstadium. Was wir jetzt tun, entscheidet über das Schicksal dieser und der nächsten Welt. Also entscheiden wir uns. Wenn wir uns entscheiden, geben wir uns nicht länger unseren Ängsten, unserer Verzweiflung und unserem Ärger hin. Wir stellen uns selbst zurück. Gemeinsam in Gemeinschaft ergreifen wir ein höheres Ziel, die Quelle dessen, was es bedeutet, wirklich menschlich zu sein. Sie ruft uns über die Zeitalter hinweg. Mit ihrer Kraft werden wir diejenigen zu Fall bringen, die töten, um ihr Regime der Ausbeutung zu erhalten. Dies ist die alte Welt, so kann es nicht weitergehen. Wir sind hier, um deutlich zu machen, die Menschheit ist besser, als sich dem Aussterben zu ergeben. Wir sind hier, um zu sagen, dass die Gesellschaft sich nicht von der Liebe und der Wahrheit abgewandt hat. Sie hat sich nicht dem Bösen und dem Tod verschrieben. Die Welt, die wir uns wünschen, die Welt, die wir haben können, ist bereits in Reichweite. Doch wir müssen nach ihr greifen. Wir sind nicht hier, um ein Zeichen zu setzen, um etwas zu bitten oder zu unterhalten. Wir sind hier, um den Wandel herbeizuführen, der notwendig ist. Wir sind hier, um die Regierungen dazu zu zwingen, die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken. Nichts weniger. Wir sind hier, um zu handeln, nicht um zu reden. Wir haben einen Plan. Wir mobilisieren Menschen in unseren jeweiligen Ländern. Teams führen Kampagnen durch. Die Kampagnen stellen Forderungen an die Regierung. Wir wenden uns an alle, die uns die Hand reichen, um diese neue Welt zu schaffen. Wenn wir abgewiesen werden, gehen wir Woche für Woche auf die Straße, so wie diejenigen, die vor uns im Kampf für die Menschenrechte viele Male auf die Straße gegangen sind. Wir wenden uns direkt an die Öffentlichkeit und werben in Hunderten von öffentlichen Treffen dafür, mitzumachen. Wir verpflichten uns zu massenhaftem zivilem Widerstand. Das ist unsere Verantwortung. Demokratische Rechte erfordern demokratische Pflichten. Die Pflicht, sie zu verteidigen. Und solange nicht jeder Mensch frei ist, ist kein Mensch von uns frei. Und nur in Freiheit wird der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Wir werden dabei nicht in die Falle tappen, die anderen zu hassen. Die anderen sind Teil von uns allen. Unsere Hände werden keine Waffen halten und unsere Herzen werden offen sein. Wir sind die Menschheit, die an die Menschheit glaubt. Wir sind Demokratie. Wir sind offen und gewaltfrei, wir sind Fürsorge und wir sind Freiheit. Wir werden die Konsequenzen unseres Handelns tragen und unserem Schicksal direkt in die Augen sehen. Los geht's. Solange noch Atem in unseren Körpern ist, werden wir nicht aufgeben. Das hier ist jetzt unser Leben. Wir sind die letzte Generation. Doch wir sind auch die erste. Wir sind überall. Wir machen uns auf. Alles wird sich ändern. Das Alte wird neu. Und alle können sich verändern. Dann danke ich euch und will kurz sagen, was sind dann so die konkreten Überlegungen, was ist ein Angebot quasi zum Mitmachen. Und da hab ich jetzt mal so vier Sachen. Und zwar ist das eine, recht offensichtlich, Menschen können mit auf die Straße gehen und am besten vorher in einem Training dazu, in einem Protesttraining, gucken, wie ist das, da gibt es auch so Rollenspiele und man piesackt sich mal so ein bisschen mit so Socken und so weiter, um sich wirklich darauf vorzubereiten, auch körperlich, was passiert da, rechtliche Informationen und so weiter, das wird da alles geklärt. Also mit auf die Straße gehen und vorhin ein Training. Mit unterstützen, also die Menschen, die auf der Straße sind, können das nur machen wegen der Unterstützung. Das heißt, ob man dabei filmt, fotografiert, als Zeuge, Zeugin mit dabei ist und beobachtet und aufschreibt, quasi tickert, was da passiert. Oder ob man logistisch unterstützt, ob man unterstützt, indem man Sachen zur Verfügung stellt. Das nächste ist,
dass man hilft. Einerseits, weil man Teil von einem Netzwerk ist, dass zum Beispiel dieses Netzwerk auch so einen Vortrag, so eine Krisensitzung hat, oder dass man Räume dafür zur Verfügung stellt, mit hilft zu flyern. Dass man einfach sagt, ich kann an diesen Abenden gerne mitplakatieren gehen. Dass man sagt, ich kann das irgendwo weiter mittragen, weiter bewerben. Oder ich kann sogar Skills einbringen in Arbeitsgruppenarbeit. Also ich kann in den verschiedenen Teams und Arbeitsgruppen, die es gibt, mithelfen. Und die letzte Möglichkeit ist, dass Menschen spenden, dass Menschen finanziell unterstützen. Das Ganze funktioniert nicht ohne Geld und das Ganze ist ja so als Empfehlung vielleicht, das, was man pro Stunde verdient, pro Monat reinzugeben, dass man dort eine Stunde quasi für die letzte Generation spendet und arbeitet. Und dann würde ich vorschlagen, teilen wir uns jetzt in vielleicht zwei Runden auf und machen da hinten so einen Kreis, wenn es für euch 5, 6, 7 okay ist. Wir machen hier so einen Kreis und wir sprechen einmal über die beiden Fragen, wie geht's mir jetzt? Also was fühle ich jetzt, nachdem ich hier in diesem Vortrag gerade gesessen habe, in dieser Krisensitzung, wie geht's mir damit? Und was kann ich mir vorstellen, so vom ersten Bauchgefühl her zu machen? Und seid darin gerne ehrlich und dann können wir hinterher noch Raum für Fragen haben. Also jetzt wäre es mir erstmal wichtig, dass wir von allen gerne einmal hören, die das teilen möchten. Wie geht's Ihnen und was ist gerade Ihr Bauchgefühl dazu? Was haben Sie vorzumachen? Danke euch.